Stephen Kings S kommt auf die Leinwand. Als Kind denkst du, das Universum dreht sich nur um dich. Du denkst, du wirst immer beschützt und behütet sein. Dann, eines Tages, erkennst du, dass es nicht stimmt. Denn wenn du als Kind allein bist, halten die Monster dich für schwächer. Du merkst nicht mal, dass sie näher kommen. Nein! Bis es zu spät ist. Hier, du kriegst es zurück. Mein Großvater denkt, die Stadt ist verflucht. Der Grund für all das Schlimme, das in der Stadt passiert, wäre ein Ding. Ein böses Ding. Bill, wenn du mitkommst, dann fliegst du auch. Georgie. Ich hab was gesehen. Ein Clown. Ja, ich hab ihn auch gesehen. Du fliegst auch. Was passiert, wenn noch ein anderer Georgie verschwindet? Du fliegst auch. Oder einer von uns. Du fliegst auch. Wollt ihr dann auch so tun, als wäre nichts passiert, so wie alle in dieser Stadt? Du fliegst auch. Du fliegst wenn wir auch. Zusammenbleiben, du fliegst auch. Du fliegst auch. Gewinnen wir. Du fliegst auch. Ende September ist es soweit. Stephen Kings S kommt in die deutschsprachigen Kinos. Wer Angst vor Clowns hat, ist hier falsch. Pennywise schockt bereits seit Anfang September die USA und dort ist S der erfolgreichste nicht-jugendfreie Horrorfilm und die erfolgreichste Stephen King-Verfilmung aller Zeiten. Und das, wie ich finde, zu Recht. Handwerklich ist er richtig gut gemacht. Tolle Kameraeinstellungen, bei denen wirklich alles bedacht wurde. Ein guter Soundtrack, der nie etwas verrät und trotzdem eine extreme Spannung aufbauen kann. Und ein paar wirklich gute Schocker, die man so eigentlich nicht kommen sieht. Dabei ist es mehr als nur ein Horrorfilm. Es ist auch ein Film, das mit den Ängsten der Jugendlichen spielt. Anders als im alten S wird hier in diesem Film nicht zwischen den Kindern und den Erwachsenen hin und her gewechselt. Der Erwachsenenteil von S wird in einer bereits angekündigten Fortsetzung gezeigt. Aber der neue Film nutzt auch viele Szenen auf ähnliche Art und Weise wie der alte Film aus dem Jahr 1990. Die Kinderdarsteller spielen ihre Teile exzellent. Und auch Pennywise ist von Bill Skarsgård super dargestellt. Wobei ich hier jetzt nicht sagen kann, ob die deutsche Synchronisation ihn genauso erschreckend und creepy rüberbringt wie im Original. Die Gewaltszenen sind immer nur Mittel zum Zweck und werden auch sehr dezent eingesetzt. Für alle Stephen King-Fans ein Muss. 9,5 von 10 möglichen Punkten bekommt es. Und für alle Zuschauer in Deutschland und der Schweiz habe ich die Buchvorlage als Verlosung bekommen. Wer in den Lostopf möchte, schreibt einfach eine Mail an sehenswert@sfdonline.de. Einsendeschluss ist der 1. November. Welche Meinung zum Film habt ihr? Schreibt sie in die Kommentare auf Facebook und YouTube. Es startet ab dem 28. September in den Kinos und ist ab 16 Jahren freigegeben. So, bitteschön. Klar zum Ablegen, Captain. Danke, Billy.
Derry ist anders als alle Städte, in denen ich je war. Es sterben oder verschwinden 6-mal mehr Menschen als im Landesdurchschnitt. Und das sind nur Erwachsene. Bei Kindern ist es noch schlimmer. Viel, viel schlimmer. Wir alle fliegen hier unten. Ich habe was gesehen. Da war dieser... Clown. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Seht ihr? Alles ist durch die Kanalisation verbunden. Da unten lebt es. Was ist jetzt los? Bill? Dann fliegst du auch. Georgie. Du fliegst auch. Du fliegst auch. Du fliegst auch. Du fliegst auch.